ohne Leute, die über Grenzen gegangen sind innerhalb unserer Geschichte, wären wir nicht weitergekommen. Andererseits gibt es auch ethische Grenzen, die überschritten werden, die uns in Teufels Küche bringen. Der Berliner Psychiater Viktor Larenz will sich auf der Nordseeinsel Parkum dem zweiten Jahrestag des Verschwindens seiner Tochter Josie entziehen. Der mysteriösen Anna Spiegel gelingt es jedoch, Viktor in seinem Rückzugsort aufzuspüren. Sie möchte unbedingt seine Hilfe, weil sie von Wahnvorstellungen gequält wird. In diesen verschwindet ein kleines Mädchen spurlos, ebenso wie damals Josie. Viktor beginnt schließlich mit einer Therapie für Anna, die schon bald zum dramatischen Katz-und-Maus-Spiel wird. Josie kommt nicht zurück. Meine Tochter lebt. Ich bin ganz sicher. Was ist bloß los mit dir? Irgendjemand lügt. Die sechsteilige Prime-Video-Serie Die Therapie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sebastian Fitzek. Inszeniert wurde sie von den beiden Regisseuren Thor Freudenthal und Ivan Sainz-Pardo. Tristan Pütter ist in der Serie als Dr. Martin Roth zu sehen. Per Videocall haben wir den Schauspieler zum Interview getroffen. Ja, hallo Tristan. Vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal kurz sagen, was hat dich denn generell daran gereizt, deine Figur Dr. Martin Roth zu spielen? Extrem komplexer Charakter, super schräger Vogel, nicht nachzuvollziehen, warum er wie handelt. Und das mit Leben zu füllen, mit Psychologie zu füllen, mit meinen Ideen, die ich sofort hatte, als ich das Buch gelesen habe. Also es passiert nicht so oft, aber wenn es passiert, dass man so schnell auf den Charakter anspringt und die Fantasie so mitmacht, dann bin ich sehr glücklich. Und das war bei Dr. Roth auf jeden Fall so. Und im Vergleich zum Roman wurde die Figur ja hier ausgebaut. Hast du denn auch, so sag ich mal, zum Vergleich den Roman gelesen oder löst du dich dann davon auch und sagst, okay, das ist jetzt hier ein Drehbuch und wir verfilmen das und deswegen ist ja für mich nur relevant, was jetzt im Drehbuch steht? Also ich habe den Roman gelesen und bin sehr glücklich, dass der Roth so groß geworden ist und ausgebaut wurde. Ich durfte auch zum Teil da mitentwickeln und ein bisschen mitschreiben und bin da sehr glücklich über die Arbeit von unserem Autor, also von dem Drehbuchautor, und gleichzeitig der Offenheit von Sebastian Fitzek, der einfach gesagt hat, ja, let's go, lass uns den Roth bauen. Und es ist gelungen und es macht mich sehr glücklich. Und anhand der Figur wird ja auch so ein bisschen diese Frage behandelt, heiligt der Zweck die Mittel? Wie stehst du zu so einer Fragestellung? Naja, das ist eine sehr komplexe Frage. Also wenn es Leben retten kann, dann vielleicht heiligt der Zweck die Mittel. Natürlich gibt es ethische Fragen, ethische Grenzen, die man vielleicht nicht überschreiten darf, aber ohne Leute, die über Grenzen gegangen sind innerhalb unserer Geschichte, wären wir nicht weitergekommen. Andererseits gibt es auch ethische Grenzen, die überschritten werden, die uns in Teufels Küche bringen. Also deswegen ist das eine hochkomplexe Frage. Gestern war eine Frau hier, die hat sich nach Ihnen erkundigt. Einen Hammer gekauft. Was machen Sie hier? Mir geht es nicht gut. Psychisch. Wenn die wirklich irre ist, dann musst du vorbereitet sein. Was würdest du so sagen, hat dich generell, also an der Geschichte, die die Therapie erzählt, angesprochen? Dass es einfach bis zum Ende spannend bleibt, dass man nicht weiß, wer es war, wer führt was im Schilde, war es die Mutter, ist es der Roth, ist es er selber. Es ist einfach extremst spannend und bis zum Schluss, und das liest man selten, wenn man viele Krimis liest, was ich, weil ich ja in Deutschland arbeite, dann doch sehr oft tue. Und ihr habt ja hier auch mit zwei verschiedenen Regisseuren gearbeitet. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie das ist, wenn man sich, sag ich mal, vielleicht auf den einen einstellen muss, dann sehr schnell auf den anderen. Und genau, wie waren da deine Eindrücke? Ja, das Tolle ist ja, dass die beiden einfach super sind. Also wir haben hier es zu tun mit einem totalen Cineasten, mit Thor Freudenthal, der sehr genau weiß, was er will. Und wir haben es zu tun mit Ivan, der eher von der Emotion kommt und dadurch eine große Offenheit mitbringt und ein großes Vertrauen und einfach mehr ins Gefühl geht. Und da hin und her zu wechseln und diese Mischung in die gesamte Serie zu bringen, das ist eigentlich eine super Mischung, dass du diese beiden Seiten hast. Es gibt ja eine Szene, wo du vor dem Plakat von dem Musical Kudamm 56 stehst und du hast ja auch in der Serie natürlich eine Rolle gespielt. War das eine bewusst gesetzte Anspielung oder hat sich das dann während des Produktionsprozesses zufällig ergeben? Tatsächlich wirst du es nicht glauben, aber es ist totaler Zufall.
Und es ist sehr, sehr lustig, weil es ist einfach tatsächlich einfach sehr schräg, weil dann auf einmal die Realität kommt in die Serie und es ist wirklich, und ich liebe es, dass es so ist, wenn ich vor dem, als Rot vor diesem Plakat stehe, da wird alles verrückt und das passt ja auch zur Serie. Sobald die Geheimnisse auf dem Tisch liegen, geht es allen besser. Auf welcher Seite stehst du? Generell sind ja die Romane von Sebastian Fitzek sehr, sehr populär. Was glaubst du, warum? Naja, weil sie einen in den Bann ziehen, weil sie schnell zu lesen sind, weil sie ja einfach die nehmen dich in die Klaue im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen folgen ihnen alle. Und schaust du selbst auch gern so Psychothriller? Ich schaue sehr gerne Psychothriller. Ich schaue keine Horrorfilme, weil dafür habe ich viel zu viel Angst. Aber Psychothriller, also Sieben etc., also diese Meisterwerke, die gucke ich immer wieder tatsächlich und finde ich wahnsinnig großartig gespielt und inszeniert und geschrieben vor allem. Genau, was glaubst du, woher kommt also bei vielen Menschen so diese Faszination eben für dieses Böse, diese Abgründe und diese, sagen wir mal, Psychospiele und solche Sachen? Naja, das Böse lebt in uns, ne? Alles klar, dann ja, vielen lieben Dank.